Wenn du neu beim Aquarellieren bist, dann fragst du dich vielleicht, welches Aquarellpapier für Anfänger geeignet ist. Wie es meist ist, gibt es hier keine pauschale Lösung. Allerdings gibt es meine Erfahrung und meine Empfehlung, die ich dir hier und heute aussprechen kann. Das richtige Aquarellpapier für sich zu finden, ist eine Wissenschaft für sich. Um aber erst einmal einen Einstieg in das Thema Aquarellmalen zu finden, sind manche Papiere besser geeignet als andere. Hi, ich bin Julia von Farbcafé und auf meinem Kanal findest du allerlei Wissenswertes über kreative Themen. Die erste Devise beim Aquarellpapier lautet: Spare niemals beim Aquarellpapier. Es ist leider wahr, aber man darf nicht am Papier sparen. Als Anfänger kann man günstigere Aquarellfarben nehmen und auch günstigere Pinselsets können tauglich sein, um das Medium Aquarell auszuprobieren. Aber das billigste Papier wird dich nur enttäuschen. Feinkörnige Aquarellpapiere haben eine leicht raue Oberfläche. Dadurch sind sie für viele Techniken geeignet. Sie haben oft gute Verlaufseigenschaften, eine gute Farbaufnahme, eine Leuchtkraft der Farben und gute Lasureigenschaften. Die zweite Frage, die sehr, sehr häufig gestellt wird: Block oder Einzelbogen? Für Anfänger empfehle ich Aquarellpapier im Block. Das Aufziehen von einzelnen Bögen dauert lange, ist manchmal knifflig und kann frustrieren. Gerade wenn man Neues ausprobiert, möchte man gleich loslegen und nicht erst 12 Stunden vor dem ersten Pinselstrich warten. Auf meinem Blog habe ich einen Aquarellpapier-Ratgeber und eine Anleitung geschrieben, wie man Aquarellpapiere aufzieht. Falls du dich also dafür interessierst, kannst du gerne mal reinschauen. Ich verlinke die beiden Blogbeiträge natürlich in der Info. Vierseitig geleimte Blöcke bleiben auch beim Verwenden von viel Wasser formstabil. Sie sind die Alternative zu aufgespannten oder aufgeleimten Aquarellbögen. Blöcke lassen sich leicht transportieren, haben eine stabile Rückpappe und sind bei der Lagerung durch ihr Cover geschützt. Es gibt Aquarellpapiere in Studienqualität. Als Aquarellpapier für Anfänger eignen sich auch Studienqualitäten, die von manchen Herstellern angeboten werden. Sie sind oft etwas günstiger und von mittlerer Qualität. Starter im Bereich der Aquarellmalerei können auf diese Aquarellpapiere zurückgreifen, um erste Erfahrungen zu sammeln. Sie sind meist so konzipiert, dass auf ihnen möglichst viele Motive und Techniken ausgeführt werden können. Das Hahnemühle Britannia ist ein solches Studienaquarellpapier. Es lässt sich gut verarbeiten, ist vierseitig geleimt und recht günstig in der Anschaffung. Die Auswahl der Blockgrößen ist ausreichend und man kann mit verschiedenen Materialien darauf arbeiten. Dein Versuchen mit Gouache und Acryl steht also auch auf diesem Papier nichts im Wege. Warum benutzen wir überhaupt Aquarellpapier? Was ist eigentlich Aquarellpapier und warum benutzt man das? Aquarellpapier ist nicht nur reine Geldmacherei, sondern die Grundlage jeder Aquarellmalerei. Kein anderes Papier kommt mit dem Auftrag von wasserhaltigen Farben so gut klar. Jedes andere Papier würde sich entweder wellen, reißen oder aufrauen, wenn wir mit Aquarellfarben daran gehen würden. Dadurch, dass die Pigmente von Aquarellfarben immer mit sehr viel Wasser verdünnt werden, ist es nötig, ein Papier zu haben, das damit umzugehen weiß. Das Aquarellpapier hat eine ganz bestimmte Materialbeschaffenheit. Es ist in der Masse geleimt und hat oft noch eine Oberflächenleimung. Dadurch kann es das Wasser aufnehmen und gleichmäßig in der Tiefe verteilen. Die Pigmente bleiben auf der Oberfläche oder an den oberflächennahen Schichten des Papiers haften. So bleiben die Farben leuchtend und kräftig. Außerdem sorgt die Oberfläche von Aquarellpapier dafür, dass unsere Farbe nur dorthin gelangt, wo wir es wollen. Durch das Befeuchten mit dem Pinsel zeigen wir den Pigmenten genau, wo sie sich aufhalten dürfen. Normale Papiere würden das Wasser aufnehmen und durch den Kapillareffekt in ihrer Fläche verteilen. Wo das Wasser hingeht, da gehen auch die Pigmente hin. So wird aus dem schönen Motiv ein großer matschiger Fleck. Um unsere Aquarellfarben beherrschen zu können, ist das Papier wichtiger als alle anderen Materialien wie Pinsel oder gar Farben. Das Aquarellpapier ist das wichtigste Werkzeug beim Aquarellmalen. Welche Oberfläche für Anfänger? Anfängern empfehle ich eine matte Oberfläche. Sie ist genau die Mitte zwischen sehr rauen und strukturierten und sehr glatten Oberflächen.
Auf mattem Aquarellpapier lässt sich zügig und detailliert gleichermaßen arbeiten. Es ist so robust und schnell zu meistern. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Grundlagenguide einige Klarheit verschaffen, die dir dabei hilft, dein bestes Aquarellpapier für den Anfang zu finden. Ich habe natürlich meine Empfehlungen unten in der Box verlinkt und du findest noch einen Blogbeitrag, der genau dieses Thema beschreibt. Auch dort findest du meine Empfehlungen und noch weiterführende Links zu weiteren Beiträgen, die ich zu diesem Thema geschrieben habe. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!